Gouachefarben sind momentan total im Trend. Der schöne matte Look und die einfache Handhabe machen die Farben sehr beliebt. Ganz vorne mit dabei sind die sogenannten Jelly Gouache-Farben. Ich habe für euch ein Set von Mia getestet und ob sie ihr Geld wirklich wert sind, das zeige ich euch in diesem Video. Wenn man Jelly Gouache hört, denkt man als allererstes an die Konsistenz der Farben. Jelly eben. Mein Eindruck bei diesem Set war, dass sie die gleiche Konsistenz haben wie Gouache aus der Tube. Jedenfalls, wenn man sie einmal umgerührt hat. Vielleicht hat der Name auch viel mehr mit der Verpackung zu tun, denn sie werden in kleinen Containerchen verkauft und das erinnert ein bisschen an kleine Marmeladenpäckchen beim Frühstücksbuffet. Jelly eben. Das Set, das ihr hier seht, habe ich von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen und enthält 56 Farben. Bei Amazon habe ich zwei verschiedene Preise gefunden. Einmal 56,99 und einmal 59,99. Und es gibt auch ein 50er-Set, das auch 56,99 kostet. Da habt ihr zwar weniger Farben, aber 14 davon sind in größeren Pöttchen. Um rauszufinden, welches das bessere Angebot ist, müsst ihr wahrscheinlich BWL studiert haben. Bei meinem Set sollte jedes Töpfchen 30 ml Farbe enthalten, wobei mir beim Auspacken aufgefallen ist, dass in manchen ein bisschen mehr Luft drin war als bei anderen. Also ob die Mengenangabe da so stimmen, ist so eine Frage. Die große Box ist mir erstmal negativ aufgefallen, denn sie besteht aus sehr biegsamem Plastik und das Verschließen ist ein kleiner Zaubertrick. Und selbst wenn man sie dann endlich zugekriegt hat, würde ich mich jetzt nicht trauen, sie an den Henkeln durch die Gegend zu tragen. Die Klappmechanismen sind schwammig und der Deckel biegt sich total unter dem Gewicht. Dafür hält der Deckel aber schön dicht. Zumindest ist in den 3 Wochen, seit ich das Set benutze, nicht eine Farbe ausgetrocknet. Passiert das aber doch mal, kann man die Farben super mit einer kleinen Sprühflasche reaktivieren. Am meisten habe ich mich ja auf das Auspacken gefreut. Davon habe ich schon so viele Videos gesehen und ich finde, das sieht mega satisfying aus. Und holla die Waldfee, hat das Spaß gemacht. Naja, bis zum 5. Pöttchen, da tat mir die Hand weh. Das Satisfying-Gefühl verwandelte sich in eiskalte Wut, wenn eins so schwer zu öffnen war, dass ich es mit den Zähnen aufreißen musste. Das habe ich nämlich wirklich nicht gerne gemacht, weil man weiß ja dann doch nicht, wo die Ware so herkommt. Die Farbauswahl gefällt mir richtig gut, da bleibt definitiv kein Wunsch offen. Manche Farben sind geruchslos und andere riechen echt krass nach Chemie. Auch die Konsistenzen unterscheiden sich irgendwie. Die eine Farbe war eher so Nivea Feuchtigkeitscreme und die andere war eher Königer Hüttengäse. Bei manchen Farben, wie zum Beispiel das helle Rosa, da hat sich so eine gelbliche Schicht abgesetzt. Aber keine Sorge, das ist nicht schlimm, das ist das Bindemittel. Man kann es einfach unterrühren und schon ist es verschwunden und die Farbe gefühlt etwas cremiger. Ich rate euch immer, egal bei welchem Medium, ein Swatch-Sheet anzulegen. Bei diesem Set war zwar eins dabei, aber es war vorgedruckt und entspricht daher nicht den tatsächlichen Farben, die in den Töpfchen sind. Das steht sogar extra auf dem Sheet drauf. Beim Swatchen bekommt man außerdem ein gutes erstes Gefühl fürs Medium. Die Farbauswahl ist einfach wunderschön, das muss ich hier nochmal hervorheben. Was mir immer sehr gut an Gouache gefällt, ist dieser kreidige Look. Es trocknet matt und nicht glänzend wie Acryl. Die Farbe klammert sich etwas an dem Pinsel, vermischt man aber ein bisschen Wasser, ist sie extrem ergiebig und trotzdem deckend. Das Besondere an Gouache ist nämlich, sie ist wasserlöslich wie Aquarell, aber trotzdem deckend wie Acryl. Dieses Versprechen haben die Farben von mir definitiv gehalten. Natürlich leidet die Deckkraft ein bisschen unter der Zufuhr von Wasser. Je mehr Wasser, desto transparenter die Farbe. Was mich anfangs etwas gestört hat, war, dass man die Farben meistens offen stehen hat und sie so schneller eintrocknen. Aber auch hier hilft eine kleine Handsprühflasche, um die Farben feucht zu halten. Alternativ kann man sich aber auch mit einem Malmesser ein bisschen Farbe aus dem Töpfchen holen und auf eine Palette packen. Oder natürlich kann man die einzelnen Töpfchen auch herausholen. In einem Video von Piepfein, in dem sie mit den Himi-Gouache-Farben malt, hat sie erzählt, dass die Farben extrem nachdunkeln. Ich war schon drauf gefasst, aber es blieb bei meinem Set komplett aus. Der frische Tupfer auf der getrockneten Farbe hatte keinen Unterschied in der Helligkeit. Das fand ich wirklich sehr überraschend. Die Farben lassen sich sehr gut blenden und das Mischen war auch kein Problem. Das Einzige, womit die Farbe nicht so gut klarkommt, sind glatte Untergründe. In meinem letzten Video habe ich mein Bild auf einem Gesso-Board gestartet, musste aber nach einiger Zeit den Untergrund wechseln, weil das Gesso-Board einfach zu glatt war. Die Farbe hatte ab der zweiten Schicht keinen Halt mehr auf dem Board und man hat sie eher ab als aufgetragen. Und Vorsicht! Habt ihr ein Bild mit Gouache gemalt und ihr möchtet es für die Nachwelt festhalten und versiegeln, benutzt auf keinen Fall flüssiges Vanish.
Gouache ist so schnell reaktivierbar, dass flüssiges Vanish euer Bild zerstören würde. Also empfehle ich euch, benutzt lieber Sprüh-Vanish mit einem guten Abstand, sodass keine Tropfen entstehen können. Da es leider keine Informationen auf dem Beipackzettel gab, kann ich euch nichts über die Bestandteile der Farben sagen. Ich würde euch also nicht empfehlen, die Farben euren Kindern in die Hand zu drücken. Zumal ich verstehen könnte, wenn einem bei manchen Pöttchen ein bisschen das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber Künstlerfarben gehören sowieso nicht in die Hände von Kindern, da sie häufig giftig sein können. Natürlich habe ich auch für dieses Video wieder ein schönes Bild gemalt. Für alle, die Gouache gerne mal ausprobieren möchten, kann ich diese Box extrem empfehlen. Sie befinden sich im preislichen Mittelfeld und es gibt eine große Farbauswahl. Ich bin selbst überrascht über die Qualität, denn ich muss zugeben, dass ich Vorurteile hatte. Ich bin froh, dass meine Schwester mir dieses Set geschenkt hat. Ich hätte sie wahrscheinlich sonst nie getestet und hätte sie euch nie empfehlen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne ein Däumchen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss!